Für die Fabrik der Zukunft ist in Chemnitz der Grundstein gelegt worden. Das Fraunhofer-Institut für Werkzeug, Maschinen und Umformtechnik wird bis Frühjahr 2013 direkt neben dem bisherigen Standort diese Forschungsfabrik bauen. In direkter Nachbarschaft zur TU Chemnitz soll künftig eine ressourceneffiziente Produktion vonstatten gehen. Es ist das erste Mal weltweit, dass wir hier eine Forschungsfabrik haben, wo Produktionssysteme mit der Fabrikhalle, mit der Hülle kommunizieren, Energien ausgetauscht werden und wo wir hier versuchen werden, Produktionsprozesse weg vom Netz, ohne Anschluss am Netz, für Großserienprozessstufen durchzuführen. In diesem Fall insbesondere für Zellstrukturen, für Karosserien, am Automobil, der Eisenbahn oder dem Flugzeug, einem der Forschungsschwerpunkte bei Fraunhofer IWU in Chemnitz. Zudem geht es bei der 20 Millionen Euro Investition darum, wie diese Produktion effizient und energiearm gestaltet werden kann. Chemnitz als Standort für diese neue Forschungsfabrik hat sich dabei schon über Jahre hinweg bewährt. Chemnitz hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer Drehscheibe der Produktionsforschung für die Automobilindustrie entwickelt. Insbesondere mit Volkswagen, Audi, aber auch BMW, den deutschen OEMs und einem ganz weit verzweigten Zulieferernetz, was seinen Ursprung hatte hier in Sachsen, aber heute bundesweit ist. Wir sind mit über 140 Firmen der Automobilindustrie intensiv im Zusammenhang in Projektarbeit. Dass diese mehr als erfolgreich ist, beweist auch das 20-jährige Jubiläum, das Fraunhofer IWU gleichzeitig feiert. Die Unternehmensleitung blickt dabei nach eigenen Aussagen zufrieden auf diese 2 Jahrzehnte am Chemnitzer Standort zurück und mit Zuversicht nach vorn. Ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Wir hätten auch einiges besser machen können. Aber wir haben einen solchen Stand erreicht innerhalb der Forschungslandschaft, deutschlandweit, europaweit und weltweit, speziell zum Thema ressourceneffiziente Produktion, wo ich sagen, mit Fug und Recht sagen darf, es ist gut für Chemnitz, es ist gut für Sachsen, es ist gut für Deutschland. Die Ideenfabrik Fraunhofer IWU in Chemnitz wird auch in Zukunft ein Vorreiter sein und der Industrie Lösungen aus einer Hand bieten. 20 Jahre erfolgreiche Unternehmensarbeit sind dafür der beste Beweis.